Yay, wir haben ein Spiel gefunden und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void 2 gegen 2. Guck mal, ich will auch diese Hintergründe haben. Wir müssen da was machen, Zarg. Genau, Roter Sturm Belgrad mal wieder. Ich bin Zirk. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Ich bin durch Drücken von Tab können Sie zwischen unterschiedlichen Einheitentypen wechseln. Du bist Tab, das ist die neue Rasse. Moment, mir wird angezeigt, ich kann durch Burrow irgendwas machen, bin aber Protoss. Ihr wurde irgendwas gepatcht, habt verpasst? Oh, echt? Haben sie das geändert? Das wäre ja... Wurde irgendwas gepatcht, habt verpasst? Ich weiß nicht, vielleicht hast du nicht richtig gelesen, das kommt ja auch häufiger mal vor. Lesen ist ja Main, ich bin ja Lesen Main. Uns fehlen Mineralien. Oh, das wird wieder eine tolle Wall, das sehe ich jetzt schon. Ja. Ich scoute schon, du brauchst nicht scouten eigentlich. In Lesen aber ist egal, wir können auch beide scouten. Nein, jetzt will ich. In Lesen war ich schon immer ganz stark. Ja, das glaube ich, das habe ich schon mitbekommen. So, apropos Lesen, ich habe Kommentare gelesen, Zalrock. Jetzt kommt wieder Captain Kommentare, Leder. Und da wurden wir nochmal zu einem Duell gegen Muttibär aufgefordert. Wie stehst du dazu? Nein. Ich habe mir tatsächlich die Folge angeguckt, das war sehr unterhaltsam. Sie haben so dermaßen rumgecheest und sich dann damit gebrüstet, dass sie einen Cheese gehalten haben. Grüße gehen raus übrigens an die Muttibärenbande. Fand ich aber witzig, dass sie da ihrem Ruf gerecht wurden. Ihrem Luf. Spuckst du ins Luf, kommst zu Ruf, glaube ich, sagt man, ne? Ja, schmelzt. Spuckst du ins Le, geht's vor B oder so, irgendwie so. Habt ihr jetzt auch mal was gelernt? Da sind wir unserem Bildungsauftrag wieder gerecht geworden. Was waren unsere Gegner? Terraner und Protoss. Gut, dass wir wollen. Ja, vor allen Dingen hast du gerade... Ne, wir haben keine Full Wall. Ich hatte gerade kurz Angst, dass wir eine Full Wall haben. Aber... Nee, wenn, dann wärst du das gewesen mit dem Wall First. Ne? Mit dem Wall First. Donald Trumps Motto, Wall First. Apropos, was ist denn eigentlich mit der Mauer, dem tollen neuen... Fängt jetzt gleich EU-Ding. An. Zalrocks EU-4-Start, den wir leider nie sehen werden, weil er zu faul ist zu schneiden. Ich bin ja immer noch dafür, dass mehr Druck ausgeübt wird auf ihn, damit er endlich mal was macht. Ja, meint ihr, dass dadurch irgendwas besser wird oder was habt ihr davor? Ich will das endlich mal sehen. Ich würde es ja sogar selber schneiden, aber das will er ja nicht. Er will das nicht. Ich habe damit gerechnet, dass du unsere Early Defense übernimmst, weil ich ja früher Exed habe, ne? Ja, ich mache jetzt auch gleich Expansion, wenn ich dann irgendwann mal Mineralien zur Verfügung habe. Ich mach mal hier das Ding dicht, glaube ich. Mama hier, Papa hier. Mama ein, Papa ein. Ich muss schon wieder niesen. Warum muss ich die ganze Zeit niesen? Ich kann mich noch an die StarCraft-Aufnahme erinnern, dass du die ganze Zeit irgendwas in der Nase... Also das hört sich aber eher nach dir an. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich könnte jetzt noch was Gemeines sagen über irgendwelche Formel 1 Teilnehmer, das lasse ich mal. So. Möchte der nur gelobt werden? Nein, den meine ich tatsächlich nicht. Jetzt bleiben nicht mehr so viele andere übrig, deshalb grenze ich es jetzt auf gar keinen Fall mehr weiter ein. Na gut, ich hatte Angst, dass der dann vorbeikommt. Weil die alle meine StarCraft 2 Folgen schauen. Ja. Uns fehlen Mineralien. Niemand schaut meine StarCraft 2 Folgen. Traurig. Ich habe übrigens gerade, wo wir gerade, deshalb kommt Zalrock auch auf das, ich wollte nur gelobt werden. Ich habe gerade nochmal den Soundboard-Einstellungen umgespielt. Leider geht das aktuell nicht. Da gab es ja ein paar Probleme mit der, dass der Spielsound zu spät kam. Jetzt habe ich Doppelrobo gespielt, fällt mir gerade auf. Ja, man kann auch mal Doppelrobo spielen. Mars Immortal und so irgendwas. Ja, gegen Terraner ist das immer. Nein, nicht Full Wall. Ja, weil das asynchron wurde, muss ich da ja was umstellen. Dementsprechend geht leider das Soundboard nicht. Aber ich wollte das eigentlich mal wieder rausholen. So, kannst du mal eben diesen Reaper da töten, der uns scoutet? Dankeschön. Ja, ich hab nichts gemacht. Doch, deine Einheiten haben schlau rumgestanden. Stehen, damit es weitergeht. So, jetzt muss ich auch mal irgendwie... Aber das ist das Aufwärmspiel. Das ist das Aufwärmspiel, da darf man schlecht spielen. Zeit, dass hier was steht. Was steht? So, was habe ich denn so für Einheiten? Guck mal, dieses Warp Prisma Ding sieht komisch aus, oder? So, ich fliege jetzt bestimmt genau rein in den Gegner und dann bin ich tot. Stelle ich also schon mal drauf ein. Okay.
So. Ach, eine Twilight Council könnten wir vielleicht auch mal bauen. Uns fehlen Mineralien. Hast du denn schon die tollen Patch Notes gesehen? Nein, du guckst ja auch nicht mehr in meinen Livestream. Da gibt's Änderungen. Zum Beispiel klappen die Gates sich jetzt automatisch aus. Was? Echt jetzt? Ja. Also noch nicht, ja. Das ist aber geplant. Das ist ja das erste Mal seit Jahren eine Verbesserung. Ich kann keine Verbesserung, da macht das Spiel einfacher. Ja, ist es auch. Aber finde ich trotzdem gut. Weil das tatsächlich was ist, was auf Profiniveau überhaupt gar keine Änderung herbeiführt. Also es hat ja nichts mit Balance zu tun, aber für Leute auf schlechtem Niveau, so wie Zalrock, ist es ein Riesenunterschied. Für mich auch. Es ist auch einfach sinnvoll. Uns fehlt Energie. Ja. Also sagst, es gibt ja auch Leute, die in StarCraft 1 argumentiert haben, ey, wenn man einen Waypoint einführt für Worker auf Mineralien, dann ist es... Machen, ne? Genau. Uns fehlt Energie. Am Arsch. Deine Mutter ist gebalanced. Aber trotzdem finde ich das sehr gut, dass man das in StarCraft 2 machen kann. Mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Ich habe da übrigens gerade mal ein bisschen Worker kaputt gemacht. Ne? Die Armee sah so aus, wie so Armeen aussehen von Terraner und Protoss. Also keine Überraschung bisher. So dafür brauchen wir mehr Mineralien. Das ist schade. Man hat außerdem... Oh, da ist mein Gegner. Oh nein, ich bin jetzt schon Supply Block. Wenn er den Pylon tötet, bin ich noch mehr Supply Block. Naja. Nicht da durchrennen, Sarok. Ich wollte ihn zur Not einforce spielen. Ich auch. Aber gut, dass du das übernimmst. Ja, er wird jetzt wahrscheinlich auf unsere dritten Bases gehen. Das sollten wir wahrscheinlich mal verhindern, gell? Warum habe ich denn eigentlich nur zwei Gales? Achso, weil ich zwei Robos habe. Stimmt. Gibt doch irgendwie Sinn. Trotzdem sind das ein bisschen wenig. Ja, die stehen wahrscheinlich vor unserer Basis. Ich scoute mal. Da stehen sie. Tank sieht sich auf, es ist viel. Komm zu mir, Zarok, du stehst so weit hinten. Zarok, schnell. Sehr gut. Am besten, ja. Hast du einen Pylon an der neuen Base gebaut? Ja, wenn ja, von da warpen. Ein Pylon wird angegriffen. Storm, Storm, du hast ganz viele Storms. Genau, sehr gut. Sehr gut, Zarok, du regelst doch. Ich habe zwei Gates. Deshalb brauche ich jetzt zwei Zealots ohne Charge. Aber Blink ist gleich durch. Ich habe keinen einzigen Stalker, aber einen Koloss habe ich. Das ist doch schön. Gut, wir leben noch. Ja, er lebt noch. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen wenig Gateways. Ja, ich hatte auch mit zwei ein bisschen wenig Gateways, da stimme ich dir zu. Ich spiele auch nicht besonders gut gerade. Macht aber nichts, du hast ja mit Storm wieder den Tag gerettet. Mein Warprisma lebt auch noch. Das heißt, ich brauche gleich mal ein paar Adeptchens. Wenn ich denn genug Minerals hätte, warten wir noch einen Moment. Da ist ein Drop bei dir. Feedback. Das reicht übrigens demnächst nicht mehr mit Feedback, ne? Feedback macht nur noch halb so viel Schaden. Völlige Frechheit. Ah, eins habe ich bekommen, das andere ist leider weggeboostet. So. Habe ich nicht neue Gateways gebaut irgendwo? Weiß ich nicht. Offensichtlich nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Gebt uns einen. Wollen wir mal gegen angreifen? Ja, ich bin in der Gegnerbase drin. Achso. Sag doch mal was. Ja, ich bin nur dem Warpress mal drin. Wie sind wir denn im Spiel, ne? Ja, durchaus okay. Feindkontakt. Ehre den Dalai Lama. Die Templer rücken vor. Unser Denken. Also sie meinen gerade aus beiden Mainbases nicht. Das hört sich gut an. Oh, ich hätte die Grenze müssen eigentlich. So, okay. Und auch in der Natural habe ich einige Probes gekillt. Das ist schön. Wunderschön. Das ist schön. Energiefeld platzieren. Die Erstgeborenen. Ein paar Immortals. Dafür reicht die Energie nicht. Hor Salah. Nur
Gläubigen fürchten nicht. Ich finde das schön, wie dein Koloss hier rumgammelt. Ja, der kann auch ein bisschen gammeln. So soll es geschehen. Sieht aus, als sei die Forschung. Deine Truppen werden angegriffen. Nein. Ich mach jetzt auch ein paar Arkens, wenn dann okay ist. Forschung abgeschlossen. Ja, ist okay, erlaube ich dir. Upgrade durchgeführt. Erneut dienen. Weitere Gates bauen ist eine gute Idee, Zaug. Mach ich glaube nicht, dass wir hier. So, ich schicke jetzt mal meinen Warpress mal nach Hause, dann können wir gleich mal richtig angreifen. Mach, ich lebe hier noch. Das war ein bisschen überraschend für mich. Wie sieht es denn bei dir upgrade-technisch aus? Wahrscheinlich besser als bei mir. Ich fange jetzt an damit. So, dann bin ich doch deutlich besser dabei. Finde ich gut. Haben wir eigentlich Detection? Nee, ne? Aber ich habe Double Robo, da sollte sich Detection bauen lassen. Wir müssen mehr Pylonen bauen. So, wo soll ich denn jetzt noch eine neue Base nehmen? Du hast der Kackenreis hier da oben genommen. Meiner. Die hier. Nein, ich nehme die Gold. Das andere ist nicht würdig. So. Uns fehlt Energie. Ist hier nicht irgendwo. Da kommt der Gegner auf den Pfeil in die Mitte. Ich komme von hinten. Okay, ich bleibe in der Mitte. Oh shit, ich bin zu Playblock, weil der Pfeil rausgenommen wird. Der kommt zu dir! Ja, es ist nicht viel. Ich hatte jetzt mit deutlich mehr gerechnet. Da kommt der Rest. Komm mal zu mir, bitte. Ah. Also ich kann... Achso, jetzt gehst du drauf. Ich war ein bisschen davon überrascht, dass du schon da warst. Man kann ja nicht damit rechnen, dass Zarok auf einmal bei einem Fight dabei ist. Hatte ich nicht... Ah ja, da sind die Pilots fertig geworden. Ich würde auch gerne mal stormen, aber er steht irgendwie immer so, dass ich nicht stormen kann. Guck mal, wir stormen jetzt im Protoss. Besser als gar nichts zu stormen. Wir stehen hier ganz ungünstig, Zarok. Ich komme mal vom Highground. Jetzt ist er nicht mehr da. Wo ich auf dem Highground gehe, rennt er vom Highground weg, ja? Böser Gegner. So, hatte ich nicht noch irgendwo... Nee, hatte ich schon nicht. GG! Aber Gates hatte ich noch gebaut. Ich konnte stormen. Ja, ich habe einmal den Protoss gestormt. Ansonsten habe ich gedacht, ach, Attacken reicht auch. Ja, Protoss. Protoss sind so scheiße, ne? Ja, guck dir mal hier Supply an. Wir waren beide ja sowas von vorne. Und auch worker-technisch. Neue Warchest-Stufe. Übrigens ist Phase 2 inzwischen erfolgreich. Nee, leider bin ich da noch nicht. Ich bin beim dritten Bubble jetzt. Ich bin jetzt beim dreieinhalbten Bubble. Habe ich ganz schön viel Erfahrung gekriegt, weil wir einen neuen Tag haben, ne? Ja. Der Stalker sieht ja interessant aus. Hetze des goldenen Zeitalters. Da bin ich gespannt. Ich bin ja immer noch großer Fan des Stalkers mit Sturmhaube. Oder Sturmfrisur. Aber naja, mal schauen, wie der andere sich jetzt so macht. Ich würde sagen, wir überspringen die lästige Wartezeit auf die nächste Partie, indem wir die Folge beenden. Das war's nämlich für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts die Folge klicken und rechts ein Aspekt von mir. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Mit diesen Geräuschen muss ich die ganze Zeit leben.